Willkommen zurück bei Benisches Ghost of Druiden und den Geisterjägern aus dem 16. Jahrhundert. Wir haben hier eigentlich ein Ritual, das wir durchführen können. Es ist aber viel zu schwer. Ich habe es jetzt noch 5-mal probiert. Es ist einfach nicht zu schaffen. Deswegen lassen wir das erstmal und verschieben das auch weiter hinten. Und schauen, dass wir so vor... Wo gehe ich eigentlich hin? So vorankommen. Ich habe schon festgestellt, dass das Spiel Backtracking von einem verlangt und hier ist es einfach noch zu heavy. Das schaffe ich einfach nicht. Die erste Welle, das geht gerade noch, aber dann gibt es noch eine zweite Welle und die schaffe ich dann einfach nicht mehr. Anthea? Deine neue Gabe. Wie fühlt es sich an, sie zu verwenden? Ist schwer zu beschreiben. Es ist wie ein Wutanfall, ein geballter Ausbruch von Frustration. Und wieder sie? Aber wofür? Ah, hier. Alles klar. Aber von wo aus? Das ist die Frage. Unvorstellbar, dass hier jemand leben könnte. Ah, hier gibt's was. Die Fasern, die brauche ich eh. Das war sie. Auch rauf. Oh, aus dem wachsen schon die Pilze. Wir wechseln nochmal auf Antea. Hier ist irgendwo so eine Reisedingens. Ich weiß aber nicht, wo die jetzt anfängt. Wo die aufhört. Wo die hingeht. Fragen über Fragen und keine Antworten. Was die Dinger sind, das weiß ich auch nicht so wirklich. Aber erschießen kann man sie nicht. Er zeigt aber an, hier unten, dass da irgendwas ist. Hier unten doch irgendwo irgendwas sein. Ah, das vielleicht da? Nö, das ist nichts. Von meinem Ziel entferne ich mich auch mehr, als dass ich mich darauf... Ah, nee. Die Richtung geht's weiter. Ah! Alles klar. Nebel, Schlamm und Elend erinnert mich an Ungarn 86. Ja. Nicht gerade die Sternstunde des Christentums, meine auch nicht. Du warst damals ein anderer Mensch. Vielleicht sind Schlamm und Elend meine Bestrafung. Du solltest von dort verschwinden. Also Sumpf finde ich jetzt gar nicht mal so, so schlimm. Boah. Hey, wo ist er? So, Antea, du bist aber immer noch gefragt.
Ich würde mal sagen, dass der Albtraum daran schuld ist, ne? Oder die ganzen Leute, die hier irgendwie Dreck am Stecken haben. Das sind ja nicht gerade wenige. Gefühlt jeder hier. Das da hinten, da ist auch so eine Art Wache. Schon wieder bist du gefragt. Deine Fähigkeit kommt aber ganz schön zum Einsatz. Wird ganz schön abgefragt hier. Was machst du denn da? Ja, geh rüber! Das war schon lange nicht mehr der Fall. Ah. Hast du deine Gartengeräte dabei? Nein? Dann also weiter. Nicht so schnell, geht's da vielleicht rauf irgendwo? Nö. War das jetzt nur für die Pilze hier? Das? Ich kann sehen. Lass mich vorangehen. Nee, da ist noch irgendwas. Das versteckt sich hier noch. Komme ich da von der anderen Seite dann hin. Da geht ja auch ein Weg. Oh, nee, da geht kein Weg. Da kann ich mit der Kugel, mit ihr irgendwie interagieren? Kann auch sein. Nee. Keinsterweise. Aber irgendwas ist hier. Man kommt nicht drauf. Dann gehen wir halt weiter. Und ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, tatsächlich jetzt schon nach New Eden Town zu gehen. Das ist das Werk einer Hexe. Könnte das von Seeker stammen? Darauf können wir uns nicht verlassen. Sei auf der Hut. Ja, ich glaube, Andrea, du bist gleich gefragt, weil ich sehe nichts mehr. Das sind Runen. Und Geister. Irgendwas stimmt nicht. Der Schleier hier ist dünn. Der Tod allgegenwärtig. Das gefällt mir. Kann ich mir denken. Nein, das hier. Wir zwei zusammen. Das gefällt mir auch. Schön für euch, aber wir haben Besuch. Es ist noch nicht vorbei. Hier, das ist für dich. Alle weg. Da. Kohle. Oh, was ist das? Versteckte Brückenschildwache, versteckte Teichschildwache. Gut. Sagt mir überhaupt nichts, aber wir werden schon irgendwie dahinter kommen. Red, dieser Gegenstand ist mit etwas Bösartigem belegt. Ich kann es spüren. Nur spüren?
Es ist selbst für mich nicht sichtbar, aber ich kann den finsteren Willen hören, wie einen Fluch oder einen Zauber. Ein Fluch oder ein Zauber also? Vielleicht könnte uns Seeker damit behilflich sein. Wenn wir sie finden. Und wenn sie uns überhaupt dann noch helfen will. Geht's runter? Hier sieht's ja gar nicht mal so schlecht aus. Wenn man was sehen würde. So, ich denke mal, dass da vorne ist sowieso unser Ziel, oder? Ja, hier geht gar nichts. Sieht so aus, als wären hier mehr oder minder viele Leute gestorben. Einiges rum. Liegt auch was? Stumpfeisen? Ich habe so das Gefühl, hier geht's weiter, also schauen wir uns erstmal hier um. Wer weiß, was sich hier verbirgt. Lass mich uns führen. Ja, ich sehe sowieso nichts. Gibt auch was? Nochmal Wolle. Wirst du mit dem Tor fertig? Vergiss es. Das werde ich nie hinkriegen. Dann müssen wir was anderes finden. Ja, nur was? Hier geht's auf jeden Fall wieder raus. Hier kann ein Seil hinhängen. Gibt's ja immer den Impuls, dass hier irgendwo irgendwas ist, aber ich weiß nicht was. Hier drüben sieht er wieder, also kann ich da auch ein bisschen mit ihm machen. Aber wirklich schlau werde ich auch nicht draus. Ist da vielleicht irgendwas, was ich wegschießen kann? Nee, weil das würde es mir anzeigen. Wahrscheinlich von anderer Stelle aus rein. Nein, du sollst... Ah! Bringt mich aber auch nicht weiter. Oder? Auf Materialien, aber wirklich weiterkommen durch deswegen nicht. Los, lass mich dir den Weg zeigen. Den Ritual zum Durchführen. Fast danach aus, nur wo?
Was, wo und welches ist jetzt hier die Frage? Also finden tue ich nichts. Such dir einen anderen Gegner. Peiniger zuerst. Alles weg. Oh oh. Verdammte Plage. Ja, das waren die Verklicker, deswegen war meine ganzen Heiltränke weg. Und darauf war ich jetzt auch gar nicht gefasst. Verdammter Nebel. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Aber Antea sieht. Na komm. Warum ging es diesmal so schnell und vorhin nicht? Na, ist egal. Hauptsache weg. Aber, ah ja, da war auch noch eine Truhe. Das nächste Ritual, die werden mich ja wieder vermöbeln. Wenn ich das eine schon nicht geschafft habe, werde ich das wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ja. Wozu soll das gut sein? Ah, okay. Shortcut. Siehst du die Leiche da? Ich könnte ein Ritual durchführen. Wenn es das Richtige ist. Schickt euch und zeigt euch! Danke. Schon wieder so stark. Aua! Antea, übernimm mal. Oh, Antea macht das gut. Oi, oi, oi. Er ist aber mad. Aua. Wo ist er denn? Ich bin hier, ich kann dir helfen. Ja, momentan nicht viel.
Ach komm, das wird doch noch was werden. Ich hab hier was für dich. Das war knapp. Ein Elite-Juwel. Wer war Elite? Das sieht alles so einfach aus, aber die Kämpfe sind wirklich hart. Jetzt ist auch der Nebel weg. Was gar nicht mal so schlecht ist. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. Ja, was gespürt? Aha. Sieht man fast nicht. Pfeile. Eingeborene. Was die Invasoren von ihnen übrig gelassen haben. Pfeile. Eingeborene. Was die Invasoren von ihnen übrig gelassen haben. Gut. Unsere Aufgabe ist, hier reinzufinden, nur das gestaltet sich gerade irgendwie ein bisschen schwierig. Aha! Hey. Treffen solltest du schon. Sieht schon ein bisschen besser aus. Aber irgendwas sagt mir, dass das auch nicht der Weg ist, den ich suche. Weil da ist schon wieder aus. Ja, das war nur ein kleines Lager. Da oben geht es ja auch noch weiter. Da gibt es ja da irgendwo. Von da aus auch garantiert nicht. Muss der Weg da vorne irgendwo sein. Wohl irgendwie zu finden sein. Oder kann es ja nicht sein. Ich übersehe irgendeine Kleinigkeit. Ja, nicht das erste Mal, dass sie irgendwas ein bisschen verstecken, sodass du es nicht gleich siehst. Er selber gesagt, ja, da hat sie keine Chance. Da oben irgendwas mit der Flinte? Da? Auch nicht. Irgendwo muss man hier reinkommen. So viel ist sicher.
Moment, da ist auf jeden Fall was, das wir abschießen können. Nehmen wir auch mit. Habe ich auch nicht gesehen gehabt. Da hängt auch was. Echsenstein, 15 Stück. Das ist der Kran, den wir verschoben haben, damit wir wieder zurück können. Weg jetzt hin. Vorhin konnte sie ja da nicht hoch. Vielleicht geht das ja jetzt, wo die Suppe da weg ist. Ah ne, da waren wir ja vorher drin. Ja Leute, irgendwie, ich finde hier keinen Weg rein, da muss ich wahrscheinlich jetzt mal nachlesen, wie das geht. Und ich würde mal sagen, dann beenden wir an der Stelle die Folge und wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Folge wieder. Ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.